Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Heute beenden wir hier nach über einem Jahrzehnt des Tauziehens um das Gelände des ehemaligen Spreeparks. Das Land Berlin kauft das Erbbaurecht zurück und kann es nun für die Berlinerinnen und Berliner sowie Interessierte wieder öffnen. Dafür danke an alle Beteiligten, die dies ermöglicht haben. Doch wer über den Spreepark redet, muss auch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Da wurde ein Erbbaurecht vergeben und mit einer Grundschuld beladen, die niemals mit einem Businessplan eines Freizeitparks übereinstimmen konnte, denn diese Grundschuld war doppelt so hoch, wie das Grundstück wert war, sogar fast 2,5-fach. Und das war auch zu einer Zeit, wo es dem Unternehmen gar nicht mehr so gut ging. Und 2 Jahre später war das Unternehmen auch schon verschuldet. Und 2 Jahre später danach war es dann auch sogar schon Privatinsolvenz. Zu dieser Zeit, als das genehmigt wurde und das Unternehmen auch schon verschuldet war, gab es noch eine Großspende an eine Partei hier in diesem Land. Die nannte sich damals und heute CDU Berlin. Die hat damals auch regiert. Das lässt die Entscheidung von damals in keinem guten Licht erscheinen. So, jetzt haben wir aber 2014 und Fehlentscheidungen in der Politik werden ja bekanntlich selten belangt. Daher können wir uns jetzt um die Zukunft des Geländes konzentrieren. Die SPD hat nach der Ankündigung unseres Antrags im Vermögensausschuss noch schnell eine Tischvorlage mit reingepackt. Die hatte wohl ein bisschen Angst, dass ihre Treptow-Köpenicker mit dem, was wir da fordern, sich irgendwie übergangen fühlen, wenn sie das einfach heute nur ablehnen oder in den Ausschuss überweisen und nichts Eigenes vorpacken. Das Problem an dieser Tischvorlage ist, dass die Probleme, die das Grundstück hat, beziehungsweise das Grundstück erlangen kann, wie zum Beispiel beim Tempelhofer Feld, durch das, was Sie da reingeschrieben haben, nicht behoben sind, sondern weil Sie gesagt haben, dass es gleich wieder in ein Planverfahren gehen soll. Aber so ein Planverfahren setzt ein festes Nutzungskonzept voraus. Das heißt, wenn der Senat das Planverfahren beginnt, muss ein komplettes Nutzungskonzept schon da sein. Das heißt, die Entscheidungen, was mit diesem Grundstück passieren soll, wie der Spreepark in Zukunft aussehen soll, müssen zu dem Zeitpunkt schon getroffen worden sein. Und das lehnen wir als Piraten ab. Wir fordern als erstes den Senat auf, das Grundstück dauerhaft im Eigentum des Landes Berlins zu lassen und vor einem Planverfahren ein mehrstufiges, partizipatives und, das ist ganz wichtig, ein ergebnisoffenes Beteiligungsverfahren über eine zukünftige Nutzung durchzuführen. Die Berlinerinnen und Berliner sowie Interessierte und Initiativen vor Ort haben über viele Jahre hinweg dafür gesorgt, dass der Spreepark nicht in die Vergessenheit geraten ist und dass auch der Druck auf die Politik so stark war, dass sie sich darum gekümmert hat, dieses Gelände wieder zurückzubekommen. Dafür verdient sie unsere Anerkennung. Diese können wir Ihnen am besten geben, wenn Sie bei der Entscheidung über die zukünftige Nutzung mit einbezogen werden und wir Ihnen ermöglichen, die Konzepte für eine Zwischennutzung auch kurzfristig umzusetzen. Denn viele der Initiativen vor Ort haben sich schon jahrelang darüber Gedanken gemacht, was kann man eigentlich mit dieser Brache, wie sie dort steht und liegt, jetzt zurzeit alles anstellen. Das heißt, die Konzepte haben Sie in Ihrer Schublade, die wollen Sie gerne umsetzen. Und solange keine zukünftige endgültige Nutzung für dieses Gelände gefunden ist, sollten wir Ihnen es auch einfach ermöglichen, dieses umzusetzen. Danach, jetzt kommen wir zu dem mehrstufigen partizipativen Beteiligungsverfahren, soll der Senat in Abstimmung mit dem Bezirk Einwohnerinnen und Einwohnerversammlungen durchführen, ein Bürgergutachten mittels Planungszelle erstellen und Einwohnerinnen und Einwohnerbefragungen durchführen, sowie die vor Ort tätigen Bürgerinitiativen mit einbeziehen. Diese Ergebnisse, die dort gesammelt werden, sind nachvollziehbar zu dokumentieren und zu veröffentlichen und im Anschluss daran im Dialog zwischen dem Senat, dem Bezirk und den jeweiligen Fachausschüssen hier im Abgeordnetenhaus oder in der Bezirksverordnetenversammlung zu bewerten. Und am Ende geben wir dann Stellungnahmen dazu ab, die ebenfalls zu veröffentlichen sind. Und aus diesem gesamten Beteiligungsverfahren vor Ort und hier im Senat bilden wir dann eine Vorzugsvariante ab. Und diese Vorzugsvariante soll dann ermittelt werden, ob sie einer größtmöglichen Interessen berücksichtigt und ob sie eine realistische mittelfristige Umsetzungsperspektive bietet. So, jetzt wissen Sie alle, um was für ein Verfahren es in unserem Antrag geht. Dann gehe ich nochmal in die inhaltliche Komponente mit rein. Denn durch diese frühzeitige Einbindung der Bevölkerung, bevor es zu einem starren Planverfahren
kommt, was ja alles auch festzurrt und eigentlich relativ wenig Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung gibt, ermöglicht es uns zum Beispiel die Fehler, die wir beim Tempelhofer Feld gemacht haben, zu verhindern. Weil das ist ja vor allen Dingen, wie wir jetzt alle gemerkt haben, dadurch gekommen, dass zwar es ein Planverfahren gab und die Bürger beteiligt wurden, aber eigentlich ihre Ideen, ihre Konzepte, ihre Wünsche nicht ordentlich berücksichtigt wurden und am Ende der Senat in Eigeninitiative einen Masterplan aufgestellt hat. Und wie wir alle sehen und mittlerweile ja auch auf den 25. Mai zulaufen, hat dieser Masterplan dann über 200.000 Leute animiert, ein Volksbegehren zu starten, um diese Art der Demokratie, die dort stattgefunden hat, im Grundsatz zu kritisieren. Und damit wir solche Fehler in Zukunft nicht nochmal machen, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir am Spreepark, was ja ebenfalls eine große Fläche ist, dafür Sorge zu tragen. Zum Schluss muss ich jedoch noch auf ein dringendes Problem, völlig losgelöst von der zukünftigen Nutzung des Geländes, aufmerksam machen. Und zwar geht es um das denkmalgeschützte Eierhäuschen, was sich da drauf befindet. Die SPD-CDU hat im Vermögensausschuss ebenfalls einen Antrag eingebracht gehabt, der eine zukünftige wirtschaftliche Nutzungskonzept vom Senat an der Stelle verlangt. Das ist schön und gut, das können wir für die Zukunft machen. Das Problem ist nur, wenn der Senat sich mit der wirtschaftlichen zukünftigen Nutzung dieses Eierhäuschens zu lange Zeit gibt, dann gibt es das Eierhäuschen nicht mehr, weil zurzeit es so aussieht, dass es möglicherweise den nächsten Winter gar nicht mehr übersteht. Deshalb fordern wir den Senat an der Stelle auf, dass der Senat jetzt und sofort ein Sicherungs- und Sanierungskonzept für das Häuschen erstellt und dieses auch umsetzt, damit es auch für zukünftige Generationen noch erlebbar sein wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Beratung in den Ausschüssen und die zukünftige Debatte in der Bevölkerung über den Spreepark. Dankeschön. Dankeschön, Kollege.